so alt aus. Wir sind gerade aufgestanden und wir gehen jetzt auf eine luxemburgische Gamescom. Togo weiß nicht, wo wir hin müssen. War das gut? Das muss sein. Wir sind hier auf der luxemburgischen Gamescom. Yeah. Und jetzt fliegt Togo immer zusammen. Okay. Echt gut? Du warst echt gut, ja. Also wir haben eine Fortnite-Challenge hier. Es geht darum, so viele Kills zu machen wie möglich. Der, wo dann am Ende den Highscore hat, also ein klares Kind, gegen der von 1000 Euro. Ich kann Controller wirklich nur mit Tastatur und Maus One Life Highscore gemacht. Du so tun, als würdest du Bild machen. Verstehst du? Achso, ja. Herr Veto? Ja? Also, ob das Signal jetzt kommt, weiß ich nicht. Veto? Ja? So, wir machen jetzt kurz Big Chilling und später zeige ich Veto meine alte... ja... So, Veto. Ja? Wieso sind wir hier? Was ist das? Das ist meine alte Grundschule. Also ich kann das eh hier zeigen, weil ich wohne hier nicht und ich gehe eh nicht mehr hin, weil ich bin 19. Achso, du bist 19. Ich habe die Schule abgebrochen. Okay. Ja, und wir brechen jetzt hier ein. Also du hast Schule abgebrochen, aber ich bin jetzt eingebrochen in die Schule. Alter, das war ein richtig lustiges Wortspiel. Okay, kannst du Zeit stoppen, Kanjuchi? Okay, let's go. Ich schneide. Okay, jetzt ich. 3, 2, 1, go. Ja, Wordjump-Abkürzung. Ja, ist mir doch egal, Digga. Okay. Kurz auf Spontimonti. Ja, aber dazu muss ich sagen, das ist alles neu. Also ich war hier wirklich schon lange nicht mehr. Und dieses Schiff da, Digga. Keine Ahnung, was das ist. Das ist Mr. Krabs, Digga, der will deinen Schwanz. Bisschen mal bumsen. Was würdest du machen? Jetzt... Guck mal. Was? Digga, ich war meine Story jetzt her? Ja, okay. Okay, was würdest du jetzt machen, wenn du irgendwie so drin oder irgendwo dort hinten so Kinderstimmen hörst, die so lachen und so? Ja, dann würde ich die kaputt schlagen, die Wichser. Oh mein Gott, ich kann jetzt so banger Stories hier erzählen. Pass auf, Digga. Nee, ich glaube, das war Kindergarten jetzt. Und hier ist Grundschule. Guck, hier sogar für Rollstuhlfahrer. Also für Behinderte. Willst du jetzt damit sagen, dass Rollstuhlfahrer behindert sind, oder was? Ja, die sind behindert, klar. Stimmt, ja, nee, du hast recht. Kommen wir jetzt zum biggest Bra-Moment in History. Okay, erzähl mal. Bruder, frag mich nicht, was das ist, Digga. Was ist dieses Zelt? Das gab's damals noch gar nicht. Bruh. Aber hier ist alles gleich geblieben. Pass auf, hier war mein erster oder zweiter Kuss. Wir haben ein Spiel gespielt, frag mich nicht warum. Hier war ein Checkpoint. Und es war so Fangen, Battle Royale, Mädchen gegen Jungs. Wenn du von einem Mädchen gefangen wurdest, dann wurdest du geküsst. Ne? Ha. Ja, frag mich nicht. Da war eine, die hat halt Bock auf mich. Und ich war, und da bin ich hingerannt, aber ich war so Checkpoint. Ich hab gesagt Checkpoint. Ja. Auf einmal guckt die von hier, ich sitz hier und dann Fuß auf die Wange. Anstatt dass ich mich freue, dass mich überhaupt ein Mädchen für mich interessiert, habe ich die richtig weggeflammt, dass ich im Checkpoint war und hab die richtig beleidigt. Also nicht beleidigt, aber. Ja, Digga, nee. Oh, hier gibt's so ein Spinningrad. Okay, sag eine Zahl. Wenn es die 8 hätte, dann zieh ich mich aus. Voila, du musst Pullover ausziehen. Ja, mach ich. 8? 8. 6. Digga, scheiße, okay. Wenn ich jetzt eine 2 hätte, müssen alle abonnieren. Okay.
Urlaubstrip. Halt die Fresse! Was? Walla, fast drei Jungs, Walla sogar. Was war die Chance dafür, dass das passiert? 1 zu 12. Und ein Prozent? Deine Mutter. Das ist für mich gerade ein Kulturschock. Aber warum denn? Erzähl mir. Hier sind jetzt Steine? Was sind denn das für Hoch? Das war also, erstens waren das so Holzstücke, weißt du, was ich meine? Ja. Zweitens war hier das Beste, was es jemals gab in einem Schulhof. Man sieht gar nichts. Da waren so jemand da und jemand da und so einer wird so richtig hochkatapultiert und der andere ist dann unten und dann immer abwechselnd. Verstehst du? Weißt du, was wir in der Schule immer gemacht haben? Wir hatten auch so ein Ding, nur war es so viermal größer, da kommen so vier Kinder rein. Oder vielleicht war es genauso groß und ich bin einfach viermal größer geworden. Aber wir haben versucht. Okay, also ich hatte das Ding auch in der Schule, vielleicht war das größer, vielleicht auch bin. Ja, da hinten geht's im größer, by the way. Okay, dann gehen wir dahinter und dort durch. Dieses monströse Ding. Man konnte hier so, man kann hier so drehen und da kann man irgendwie so. Das ist richtig, das sehe ich, ja, dass man das kann, ja. Das war irgendwie hier so. Ja, das ist ungünstig. Diese Kette war so an meinem war so an meinem Bein fest und die haben dann gedreht und dann wurde es ja immer enger. Scheiße, das ist lebensgefährlich. Du nimmst dich gar nicht ernst. Doch. Nein. Na komm, klar. Bitte, erzähl deine Scheißstory, die keinen interessiert und die ich wegschneide. Okay, dieses Ding hier, diese Schaukel hatten wir auch in der Grundschule und wir haben immer versucht, das so einmal drumherum zu. Ach so, schlagen. Ja. Wollen wir machen? Genau, das machen wir jetzt. Darf ich das machen? Ja. Hä? Was? Hä? Du, mit dir drauf? Ja, sicher. Hey, du träumst? Wir waren 90 Grad Winkel manchmal. Ich soll jetzt so hart dingsen, dass du. Ja. Hey, du trollst komplett gerade rein. Genickbruch, das weißt du. Ich darf so festmachen, wie ich will. Ja. Sicher? Ja. Oh mein Gott. Oh! Fuck! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Digga! Stopp, still. Oh mein Gott. Ja, ich glaube auch, dass ihr das gemacht habt. Doch, wir haben das gemacht. Ja, ja, komm. Weißt du, was ich jetzt mache? Was denn? Ich springe. Okay, springen wir. Ja, cool. Wir gehen jetzt Döner essen und dann fahren wir nach Hause. Man geht hier lang, Digga, und die zeigt einfach Mittelfinger in die kleine Hut. Aber würde ich smashen. So, ey, die kleine Fuck, wie heißt er? Arthur, du kleiner. Der Arme, die hat kein Auge mehr. Hurensohn. So sieht der Döner aus, Digga, der sieht re-rap krank aus. Die Pommes sehen auch krank aus, ich sehe auch krank aus und jetzt essen wir den. Digga, du Schwein. Digga, ein Bisser, Digga. Ich mach einen saftigen. Wie ist? Junge, das Brot ist geisteskrank, das Fleisch ist geisteskrank. No joke, das ist besser als jeder in Deutschland. Der Salat ist frischer als ja, halt die Fresse, ich will jetzt auch das. Danach ist mir auch. Okay, sag weiter. Ja, das war's eigentlich. Wie ist? Das ist gut. Penis. Vito. Ja. Ich weiß nicht, wo wir hinfahren gerade. Das ist korrekt. Wir sind mitten in der Nacht und fahren irgendwo hin. Wo fahren wir hin? Nach meinem Wissen müsste da ein Wald sein. Und da gehen wir jetzt rein. Warum? Weil wir sind um 3 Uhr nachts in einem Wald. Ja, okay. Dann gehen wir jetzt 3 Uhr nachts in den Wald. Man sieht auf der Kamera gar nichts. Ja, aber wir sehen auch nichts, ne? Hast du Angst? Nee, immer noch nicht. Ich muss kurz Twitter. Warum Twitter? Geh mal weiter, geh mal weiter. Digga, ich geh nicht weiter. Warum nicht? Ja, weil ich nicht weitergehe. Doch, geh mal weiter, ich will gucken, wie du verschwindest im Licht. Weil du bist jetzt morgen. Doch, ne, wirklich. Okay. Geh noch weiter. Ne, noch nicht, noch weiter. Ich mach jetzt gleich Licht aus, so, dann sieht er mich nicht mehr. Okay, cool. Du Hurensohn. Lass ihn zurückgehen, Digga.